So, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sonntag, 18 Uhr, Kabakarriereball. Mit unserem ganz besonderen Gast der Episode, René Levihan. Ihr habt ihn schon kennengelernt im Kickoff. Und wir fangen nicht mit seinen Stationen an. Wo hat's angefangen? Wo war der als kleiner Bubi oder sonst was? Sondern wir starten mit den Highlights. Kriegen wir es hin mit den Highlights? Müssen wir auf jeden Fall versuchen. Okay. Wenn wir sagen Highlights, wo fing dein erstes Highlight an? Erstes Highlight. Tatsächlich, das war der Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft mit dem VfL Bochum in der A-Jugend. Damals. Noch U19 Regionalliga, nicht wie jetzt U19 Bundesliga. Da sind wir nach über 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal Westdeutscher Meister geworden und haben uns für die DM-Endrunde qualifiziert. Das war so das erste Highlight auf jeden Fall, ja. War das mal eine Saison, wo du mal nicht verletzt warst? Da fing es an, so der Stern aufzugehen, genau, da fing an, der Stern aufzugehen, richtig, genau. Ich wollte das später machen, aber jetzt, wo wir schon da sind, Fußball zu deiner Zeit, also zu unserer Zeit und Fußball heute, was einfacher? Ja, ich denke ganz einfach mal, das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt Franz Beckenbauer fragen würde, wie Fußball zu deiner Zeit. Fußball ändert sich generell. Heutzutage ist es physischer geworden, schneller. Ja? Alles ist so irgendwie mal nach Zahlen, rot lackiertes Hütchen anlaufen oder sonstiges. Das, was ich gerade gesagt habe, keine Freiheit mehr irgendwo so wirklich. Ja? Und zu meiner Zeit, muss ich echt sagen, war es wirklich noch so gewesen, okay, du hast Vorgaben gehabt, an denen du dich zu halten hattest, aber du konntest dich schon ausleben, austoben. Ja? Warst nicht in so taktischen Zwängen irgendwo drin. So, ja? Und das war schon auch mehr, ja, ich tue mich immer schwer damit, so in dieselbe Kerbe reinzuhauen. Aber man muss ja echt auch sagen, heutzutage, das ist ja echt, ist ja kein Männerfußball mehr. Es ist ja wirklich schon viel Rumgeheule und sonstiges, ja. Das ist wirklich Fakt, das beobachtest du. Und das ist schade halt, weil es halt ein schöner Sport ist, der auch Vollkontaktsport ist. Und da gehört es halt auch mal zu, dass du mal die Elle frisst oder sonstiges. Also ich bin mit diversen Platzwunden und gebrochenen Nasen im Gesicht vom Platz gegangen und habe nicht rumgeheult. Dementsprechend sah auch mein Gegner aus. Aber danach hast du dir die Hand gegeben und weitergemacht. Ne? Darum geht es nicht. Es ging eher, war vielleicht die Frage falsch von mir formuliert, Profivertrag. Du hast vorhin gesagt, ah, okay. 26 Tore, was ja enorm guter Zahl ist. Aber damals, wenn ich mir denke, Issa, bei anderen Vereinen auch schon mal mehr geschossen. Heutzutage, sagst du es vorhin, mit 3 Toren bekommt man gefühlt den Profivertrag. Ja. Diese Änderung meine ich. Auch, ja. Heutzutage ist es wesentlich einfacher, Fußballprofi zu werden. Ist aber, glaube ich, dem geschuldet, dass die Kader irgendwo aufgeblähter sind auch irgendwo. Ja? Du hast viel höhere Belastungen, international, national, die ganzen Europapokalspiele, Länderspiele, alles was dazukommt. Ja? Verletzungen sind vielfältiger heutzutage. Ich würde schon sagen, im Vergleich zu damals, jetzt definitiv einfacher Profi zu werden. Ich glaube, ich noch nie so einfach aber Profi zu werden. 26 Tore AJU, Bundesliga, ne? Ja, damals Regionalliga, ja, genau, richtig. Aber 26 Tore. Ich kann nur sagen, da kam Peter Neurer, der saß auf der Tribüne dann nach dem Spiel gegen VfB Stuttgart, sagte, ja, dann trainierst du bei den Amateuren mit, ne, und dann schauen wir mal, vielleicht darfst du eventuell auch mal oben mit trainieren. Und heutzutage wäre die Frage gar nicht da mehr. Ja. Also das ist, aber ist halt so, ist halt... Du wärst jetzt ja, mit seinen 26 Toren, ey, da wäre der nicht bei LRA gelandet, da müsste der zu dieser Zeit irgendwo anders landen. Ja, da hätte aber, der schon 17 Berater. Ja, aber darüber müssen wir nicht sprechen. Ja. Nächster Highlight. Nächstes Highlight, ja, würde ich dann sagen, ist dann der erste Profivertrag in der zweiten Bundesliga bei damals LRA. Das war die Belohnung von der A-Jugend, ne? Die genau, richtig, Arbeit. Ja. Genau, das war dann so die Belohnung. Da waren noch diverse andere Bundesligisten, die da waren, aber unter anderem Bremen, Hamburg, St. Pauli waren noch da gewesen, soweit ich weiß, die Interesse hatten. Letzten Endes ist es dann LRA geworden. Warum? Weil Stefan Kunz halt auch richtig Bock auf mich hatte. Okay, und aber warum? Warum Aalen? Nur weil Kunst oder weil ja, Bremen hört sich ja tausendmal besser an. Richtig, genau. LRA, jetzt nichts gegen LRA Aalen oder so, aber. Gut, jetzt rückwirkend, ja, nein, rückwirkend oder rückblickend muss man dann sagen, so, ich hatte dann einen Berater, der sich darum gekümmert hat, ja. Und natürlich stelle ich mir auch die Frage, warum bin ich nie, warum habe ich nie was davon wirklich mitbekommen, sondern auch erst im Nachhinein. Die Frage stelle ich mir schon, ja, aber letzten Endes. Frage ich aber auch nicht zu viel oder hinterfrage nicht zu viel, weil den Schritt nach Aalen ich auch bewusst gegangen bin. Nach Gespräch mit Stefan Kunz, mit Joachim Krug, der damals Manager war. Und hatte auch selber ein gutes Gefühl, sodass ich mich dann auch dafür entschieden habe. Ja. Vielleicht wäre der Weg über Hamburg oder Bremen, U23, die damals die dritte Liga gespielt haben, besser gewesen, um dann in den Profikader reinzukommen.
hätte Fahrradkette, hätte unten geschissen, hätte an Hasen gefangen. Von daher, so ist der Lauf der Dinge und gut ist. Ja, erzähl mal so ein bisschen zu Stefan Kunz. Mich wundert es nicht, dass Stefan Kunz jetzt Europameister geworden ist mit der U21. Stefan Kunz ist sehr empathisch. Unter Stefan Kunz bin ich auch Nationalspieler geworden. Stefan Kunz, das, was er gerade macht, das ist er. Er lässt manchmal dieses Kind im Manne raus, ja? Macht Späße mit dir, ist wirklich total super drauf, aufgelegt auch, hat immer einen lockeren Spruch parat, weiß aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt den Schalter umzulegen. Mhm. So. Was damals in Aalen schwierig war, zu seiner Zeit, du hast wirklich eine Mannschaft gehabt, die zum Aufstieg verdammt war. Also jeder hat gesagt im Vorfeld, die steigen auf, die steigen 100% in die Bundesliga auf. Was dann letztendlich raus wurde, war Abstiegskampf pur. Du hast viele, ich vergleiche das immer so mit den Galaktischen von Real Madrid damals, die auch keinen Titel gewonnen haben, glaube ich, als Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, ich glaube, Raul, Guti, überleg mal, wer alles da war, ne? Roberto Carlos. Von denen spricht keiner, ich verstehe das genau bis heute, warum Guti nie erwähnt wird. Ja, genialer Fußballer, aber naja, auf jeden Fall. Das wird den Rahmen springen, wenn wir jetzt reingehen. Man sitzt bis morgen noch hier. Das ist so, ich vergleiche das dann so damit. Ne? Und das ist dann irgendwo vielleicht auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, weil du zu viele Typen auch hattest. Wir hatten Ansgar Brinkmann, wir hatten Markus Feimir, wir hatten Marcel Rath, wir hatten hinter Wladimir Jugovic. Der Mann, der ist Europapokalsieger, Champions-League-Sieger mit Juventus Turin und Roter Stern Belgrad gewonnen. Über was reden wir hier gerade? Ja? So Leute dann zu führen, ja, ist dann schwierig auch. Ne? Und ich glaube, dass es letztendlich der Grund war, warum er dann auch gescheitert ist, dass er dann halt auch zu lieb war ein Stück weit. Ja, er wollte es jedem irgendwo ein Stück weit gerecht werden, hat dann nicht ganz so hingehauen und dann ist das halt ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Aber Stefan Kunz, also muss man echt sagen, für mich einer der besten Trainer, die ich hatte, fachlich, menschlich. Alles, was du mitbringen kannst. Und deswegen wundert es mich nicht, dass er jetzt wieder Europameister geworden ist. Du kennst ja unsere Sendung, ne? Ja. Was würdest du Stefan Kunz sagen, wenn er jetzt gerade hier vorne stehen würde? Oder was würdest du ihm auf dem Weg mitgeben? Als ich, Stefan Kunz. Der Mann war Polizist gewesen, der sagt mir, Junge, pass auf, dass du nicht mit der silbernen Acht hier abgeführt wirst. Nein, Spaß beiseite. Stefan Kunz, ich hatte ihn nach der EM geschrieben gehabt, gratuliert, er hat auch sofort geantwortet. Ich glaube, das zeigt auch, in was für ein Verhältnis ich immer noch zu ihm stehe. Was soll ich Stefan Kunz sagen? Also jetzt mal bei allem Respekt. Was würdest du ihm denn sagen? Ich würde den gar nicht. Ich würde sagen, Trainer, Glückwunsch, mach weiter so. Also, wer kann ich dazu nicht sagen? Sonst haut er mir dann mit dem Knüppel auf den Kopf. Nein, passt. Wir sind noch beim Jung. Als junger Spieler geht hoch, hin und her. Ich würde dich mal gerne fragen, welchen Traum hattest du als junger Spieler? Was war dein Traum? Der Traum an sich jedes einzelnen Fußballers ist es ja irgendwo immer Profi zu werden. Also viele, sagen wir mal 95% wollen Profi werden. Der Rest, wo du so hörst, war nie so, dass du rausgehört hast, so ja, jetzt will ich aber dann irgendwann mal will ich dann Feuerwehrmann werden und dann ein paar Oberligaspiele. Ne? Hörst ja nicht, ist ja klar. Aber ich hatte schon echt, also ich war ja immer so ein Fan von Ronaldo, von dem wahren Ronaldo. Ja, es gibt keinen besseren als diesen Ronaldo, R9, El Fenomeno und Thierry Henry. Das waren so die zwei Stürmertypen, die mich am meisten inspiriert haben. War das aber ne? Der Grund, warum du Fußball gespielt hast auch? Nein. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ja. Ja, ne? Das ist, der Grund war immer gewesen, schwarz oder weiß. Jetzt nicht hier auf deine Hautfarbe bezogen, aber das ist jetzt der Spruch, ne? Ne? Kriminalität oder halt den Graden. Ich dachte, nicht, diese ne? beiden Jungs hätten die. Nein, das okay. ist zusätzliche Inspiration okay. gewesen. Ne? Wenn du dann die Jungs gesehen hast und wenn du damals gesehen hast, was die dann erreicht haben und du hast Vorbilder und setzt dir Ziele. Und ich wollte immer, mein Traum war es immer, einen Profivertrag zu bekommen, das habe ich geschafft. Und dann hast du halt noch die weiteren Träume gehabt, vielleicht mal Meister werden. Weltmeister will jeder werden, wer will diesen schönen Pokal, das ist ja kein Pokal, wer will das Ding nicht in der Hand halten. Ja? Also, würde ich mit zum, um mir abends einen zu schleudern, mit ins Bett nehmen. Es ist einfach so, ja, ne, wenn du das Ding hast. Ne? Ich entführe dich mal ein paar Schritte zurück. Ja? Du bist auf der Straße groß geworden. In ein Umfeld, was nicht wirklich sagt, dass du Profi wirst. Ein Umfeld, wo du nicht von vornherein sagst, ich habe ganz klare Ziele, ich werde Fußballprofi. Wie hast du das für dich identifiziert, zu sagen, ich nehme das, was mich geprägt hat, wovon ich komme, und tausche diese Energie, nämlich diese Entscheidung, Straße, also Kriminalität oder den Fußballweg.
Wie kam das? Man muss ja eins, erwähnen und eins sagen auch, dass das ja wirklich alles über das, was wir gerade reden, das ist ja wirklich, das ist ja nicht irgendwie ein Tupac-Film, den man gesehen hat. Das ist ja irgendwann eine eigene Lerne, ist das Realität, ist Fakt. Ja? Also jetzt ist es meines Erachtens relativ ruhig, aber zu meiner Zeit war es sehr schlimm gewesen. Ja? Genau, mein Bruder, der bessere Fußballer war, ja? Der leider verstorben ist vor 2 Jahren, der war viel veranlagter, viel besser als ich. Ja? Aber irgendwie hat er diesen Motherfucker in sich gehabt. So. Der hat nie... Oh, den hat das nicht interessiert. Wenn du jetzt früher in den Käfig gegangen bist, da hinten war allerdings Gesamtschule, in den Gummikäfig rein, da Gummiplatz, ey, das Ding ist aus allen Nähten geplatzt. Da waren so viele geile Zocker, ne? Da hättest du dir, die hättest du dir rauspicken können. Jetzt überall in jedes NLZ hättest du die reinpacken können, weil das wirklich Ausnahmetalente waren. Aber die waren, gibt es ja nicht mehr. Gibt es leider nicht mehr, ja. Weil ich habe gesehen halt, ich hatte keinen Bock auf diesen Stress. Polizei. Dann, wie oft saß ich bei Gerichtsverhandlungen dabei von Kollegen oder dann von meinem Bruder, die sind dann im Knast gewandert, Briefe schreiben, Umschluss, Besuchserlaubnis, Essen vorbeibringen, Sachen vorbei. Ich habe da nie Bock drauf gehabt, so, weißt du, so, das war für mich so, das zu sehen war für mich so, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. So sehr das Geld auch gelockt hat, weil da war echt viel Geld im Spiel, da war... Aber da hat dich der Fußball gerettet, ne? Da hat mich der Fußball gerettet, definitiv, ja. 100%. Aber wie hat er dich gerettet? Wie bist du dahin gekommen? Ich wollte mich selbst nicht enttäuschen. Ich hatte dieses Ziel und wollte mich selbst nicht enttäuschen. Ich war immer darauf fanat gewesen, davon besessen, ja, diesen Traum zu verwirklichen. Und habe auch wirklich alles getan und investiert dafür, ja. In der Schule war ich nur zum Kreide holen und Schwämme ausklopfen, aber da bin ich auf den Bolzplatz gegangen. Habe aber meinen Abschluss und alles, also davon mal abgesehen. Nein, aber das ist halt so, wenn du besessen bist von etwas, ich habe mir dieses Ziel gesetzt und wollte mich selbst nicht enttäuschen. Ich hatte keinen Bock darauf, ich wollte immer in den Spiegel gucken und sagen, du hast alles dafür getan. Was war es dann für dich, du hast ja vorhin schon vorweggenommen, der schönste Moment, als du dann Nationalspieler wurdest? Kriege ich jetzt Gänsehaut, ne? Das ist echt, das ist Fakt. Also, ich kam nach Hause, bin gerade vom Training gekommen, aus Aalen nach Hause gefahren, mit Gian Yilmaz, der mich dann nach Hause gefahren hat. Kein Meckes und so, ne? Da war kein Meckes, nein, da war kein Meckes. Ja. Das war der größte Kampf in meiner Karriere, ne? Mit dem Kühlschrank, ne? Ja. Das sag ich dir. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gekommen und mein Vater saß dann und du hast Post. Ich denke mir so, boah, weil er so aggressiv dann so geguckt hat, ne? Ich so, das ist jetzt schon wieder gemacht. Nee, mach doch eigentlich gar nichts, sonst hat doch mein Bruder. Hab mir den Tisch dann so, den Brief dann so hingeknallt. Ich guck dann so, ich so, boah, ich so, warte mal, da ist so ein DFB-Zeichen drauf, ne? Der so aus Einladung vom DFB gekriegt. So, boah, das hat dein Vater ja schon gesagt. Ja, mein Vater schon, ja, den Brief da hingeknallt. Vater natürlich auch total stolz gewesen, ne? Weil wer kann von sich behaupten, halt Nationalspieler gewesen zu sein, unter den besten 20 Deutschlands, ne? Das ist ja immer so. Heute kannst du dir nichts davon kaufen, aber die Erfahrung kannst, musst du. Ich habe aber kann, auch gesehen, dass da auch große Namen, die Bundesliga gespielt haben, nicht in dem vorläufigen Kader, sondern auf Abruf waren. Ja. Und da habe ich deinen Namen gesehen, dass du dabei warst und diese Spieler, die jetzt irgendwo Profiverträge haben oder Weltmeister, Weltmeister sind, auf Abruf waren und René Vioran nicht. Willst du die Namen nennen? Ja, unter anderem war dann der lange Per Mertesacker. Da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Ja, ich saß dann da, wir waren dann in Rom nach dem Spiel. Ich mich voll abgeschossen, weil ich richtig Bock darauf hatte. Auch, ne? Bin dann in einem VIP und dann saß, wie gesagt, John Carew auf einmal neben mir. Ich war mit denen am Kippen gewesen. John Carew, hallo, ey. Weltklasse-Stürmer in Europa. Ich sitz mit fucking Carew da und kipp mir ein, weißt du? Er war dann auch geil. Ich saß dann da und dann kam Bodyguard, der hat mich dann so gesagt, nimm deine Hand weg, da zieh ich dir gleich. Alter, der Mann, der hat so Oberarme gehabt. Ich dachte, oh scheiße, war doch nicht so eine gute Idee. Und dann kam ich, Carew hat dann die Hand genommen und sagt, nein, das ist okay. So, dann hat er so angedeutet, so, ne? Italienisch kann ich nicht, Spanisch auch nicht, deswegen habe ich das schon irgendwie deuten können. Ne? Und dann haben wir uns eingekippt und dann irgendwann um 6 Uhr, ich dann auf die Uhr geguckt, ich guck dann das den Horn und sag, ey, lange, ey, boah, wann geht der Flieger nochmal? Wir müssen um 8 Uhr los. Ich so, boah, wir haben 6 Uhr, Alter. Im Taxi schnell zum Hotel, Katzenwäsche, im Flieger, lange Mertesacker links, Rubisch rechts von mir. Aus Rubisch Nationaltrainer. Ich lag dann da wie im Delirium, ne? Und dann irgendwann mal sagt, dann kam dann die Stewardess und dann, und was wollen Sie trinken? Der neben mir, Jim Beam Cola. Und dann höre ich den langen Mertesacker. Und für mich ein Tomatensaft. Dann so nach links, nach rechts am Gucken. Ich so, Trainer, der hat jetzt wirklich gesagt. Ich so, ey, Pfeffer und Salz nicht vergessen. Ne? Gut, wir lachen, ich behaupte jetzt einfach mal, hätte ich damals eine bessere Führung gehabt, wäre ich damals nicht in dem Drecksloch groß geworden, was keine Ausrede sein soll. Ich bin stolz darauf, wo ich herkomme. Ich habe auch eine Menge, denke ich, einfach aus meinem Leben bis jetzt gemacht. Positiv wie negativ. Aber heutzutage hast du halt die ganzen Internate, wo du dementsprechend schon gelenkt wirst und alles. Hätte ich das damals gehabt,
sage ich ganz einfach, welche Champions League-Sieger. Ist so. Sage ich so, wie es ist. Puh. Sage ich so, wie es ist. Weil mich hat es nie interessiert, ob ich vor 3 oder vor 80.000 spiele. Juckt mich nicht. Ich bin auf dem Platz, um Fußball zu spielen. Und da spiele ich auch alleine mit meinem Sohn Gretchen hier um und habe meinen Spaß. Fertig. Behaupte ich jetzt einfach. Wir lassen das mal hinstellen. Ja. Die Leute auf YouTube werden das kommentieren, macht ihr keine Sorgen. Können sie gerne machen. Wenn wir schon da oben jetzt sind, bei dem schönsten Moment, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, dann hole ich dich einmal kurz. Was war denn dann auf deinem Weg der traurigste Moment? Fußballerisch. Fußballerisch. Boah, fußballerisch, der traurigste Moment fing an mit, ja, der war dann, also es gibt einige traurige Momente. Einer davon war das verlorene Halbfinale gegen den VfB Stuttgart, unter anderem, wo Gomez, Jarosch und alle gespielt haben, Caligiuri, die dann hinterher Deutscher Meister geworden sind, weil ich wollte unbedingt Deutscher Meister werden. Ja? Das war das erste Mal, da habe ich auch richtig geheult auf dem Platz. Ne? Das war für mich so, als wenn mir einer mein Herz rausgerissen hat. Ne? Und dann habe ich so links und rechts geguckt und die Leute waren gut drauf, aber ich war der Einzige, der am Heulen war. So, weißt du, so? So, warum? So, hab das nicht verstanden. So, ne? Fing dann an mit den, ja, mit den Verletzungen. Ne? Die Verletzungen waren echt schon schlimm gewesen. Ne? Also, wenn du dann merkst, du kommst körperlich auch nicht mehr mit, du hast immer wieder zu kämpfen, hast Probleme, stehst auf, kriegst dann wieder eine Verletzung, wirst wieder zurückgeworfen. Das war auch, ist auch noch mit ein Grund, warum es nie für ganz nach oben gereicht hat. Auch, ne? Ist klar, irgendwann mal ist es wie ein Rattenschwanz, wie so ein Kabelbrand im Herzschrittmacher, der wirkt nach. Ne? Das ist so. Dann, deine Sprüche, ne? Man merkt Ruhrpott komplett ehrlich. Das ist dann, ja, das ist dann so, das ist, dann wirst du nie wieder der Alte. Ja. Welche Verletzung hattest du denn nacheinander? Erinnerst du dich wahrscheinlich an die? Also der erste Mittelfußbruch war gegen, das weiß ich noch, gegen den ersten FC Köln. Da haben wir vorletzten Spieltag, ausverkaufte Hütte zu Hause. Da ist Poldi Stern aufgegangen. Der hat dann in Köln gerade so aufgedreht. Gewinnen wir 1-0, da war eine Aktion gewesen, da kam ein langer Ball, ich habe den Ball festgemacht gegen Andrew Sincala. Ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Sincala war dann hinter mir, ich drehe mich, will das Ding aufs Tor pfeffern und er hat dann natürlich schön 20er Eisen drunter gehabt und er hält die Sohle drauf und ich wichse volles Ding, volles Brett unter die Sohle, lauf und merke dann, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ne? Und ich denke mir so, boah, scheiße, ne? Spiel weiter. 2 Wochen noch trainiert damit und irgendwann mal bin ich dann zum Arzt gegangen, weil ich Schmerzen hatte. Der guckt mich dann an und sagt, Junge, bist du wahnsinnig? Ich sag, warum? 2 Wochen noch, ja, mit, ja, Mittelfußbruch. Genau, und dann sagt er zu mir, du hast ein Mittelfußbruch. Ich glaube, das sagt einiges über meine Einstellung und über meinen Schmerzempfinden aus. Ne? Ja, das war so, und da fing es dann halt auch an. Du, ne? Das hast war, in der Saison, glaube ich, 2-mal hintereinander. Ne? Genau, das war der erste Mittelfußbruch. Da haben wir dann, das war kurz vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden, da wurde das diagnostiziert. Bin dann nach Schalke gewechselt, unter Mike Büskens gespielt, bin super in Fahrt gekommen wieder, echt, hab oben bei den Profis mittrainiert. Damals, wie alt warst du da? Da war ich 20, da bin ich gerade 20 geworden, genau, richtig. Da, genau, 2 Jahre an. War das nicht ein großer Schritt, also rückwärts, anstatt vorwärts nach vorne zu kommen? Nein, weil es gab diverse andere Angebote noch im Zweitliga- und Drittliga-Bereich, aber ich hatte die Tupperdose, die Arena, die ist für mich mein Zuhause, auch wenn ich 10 Jahre bei Bochum gespielt habe, aber ich bin Schalker durch und durch. Das ist mein Herzensverein, ja. Und wenn du die Möglichkeit hast, für den Verein zu spielen, ob jetzt U23 oder, dann machst du das. Das war für mich überhaupt die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, weil ich habe diese Herausforderung angenommen. Hast du dir nicht geschadet, weil du gehst von der zweiten Liga Elle Aalen, ne? Ja. Gute Truppe hin und her, ja. Und dann gehst du in die Oberliga. Also, ja, das ist dann wieder, guck mal, du musst dann gucken. Wärst du in der Regionalliga, dann hätte man vielleicht verstanden, weil Oberliga ist dann wieder so ein bisschen amateur. Heutzutage sagt man natürlich, wenn ich ins Wort falle, falsch beraten. Ja. Ne? So. Am Ende weiß man sowieso alles besser. Am Ende weißt du alles besser. Vielleicht wurde ich in der Situation falsch beraten, kann man so sagen. Aber du hast ja gerade selber gesagt. Ich hatte aber Bock darauf, auf die Herausforderung. Ich hatte Bock darauf. Ich war mir sicher, dass wenn ich da Leistung bringe, dass ich bestimmt die Chance bei den Profis bekomme. Und das war auch schon fast auf dem Weg dahin. Ja, ich habe ja in den ersten elf Spielen in der Oberliga habe ich 9-mal getroffen. Aber ja, 9-mal geknipst. Oberliga, ja, und erste Liga. Ja. Dazwischen sind ja Welten. Aber nicht für einen, der schon zweite Liga gespielt hat. Ja, weil du gehst ja von da runter, ja, spielst jetzt Oberliga. Richtig, genau. Aber das ist ja, dient ja dazu, um Spielpraxis zu bekommen, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Anlauf zu nehmen. Genau, richtig, nach den Verletzungen. Wer hat das damals geschafft, von der Oberliga in die erste Liga? Wer schafft das denn jetzt? Das schaffen jetzt sogar einige noch. Ja, ja, einige. Ja, ja, einige. Aber weil damals war es ein Riesenschritt. Schon, aber nochmal, ich habe an mich geglaubt. Die Frage ist ja, wie viele wurden aus der zweiten Mannschaft hochgezogen? Nicht viele, das stimmt. Jetzt ja, damals nicht. Das ist korrekt. Ich sag mal, das ist korrekt. Ich hätte gesagt, A-Jugend, kein Problem, mach. Ja. Ja. Verstehst du? Mhm. Aber du gehst zweite Liga, Oberliga und du weißt, wie das ist. Ich hatte Bock darauf. Ich hatte Bock. Ich war so fest davon überzeugt, mit Mike Büskens als Trainer und Sven Kmetsch als Co-Trainer, dass
über gute Leistung und dieser Schalke-Legende Mike Büskens, der ein gutes Standing, ein Mega-Standing auf Schalke hat, ja, den seine Meinung anerkannt ist, ja, Eurofighter 97, Stichpunkt, ja. Ihr seid immer noch befreundet. Genau, dass wenn der sagt, der Junge, dann wird das was. Ist auch schon so gewesen, war schon alles in die Richtung gelenkt. Wie gesagt, die ersten 11 Spiele habe ich 9-mal geknipst und dann kam schon der erste Anruf von Bujo, der dann gesagt hat, Lewe, morgen zu den Profis. Bujo, Mike Büskens, genau, Spitzname. Sag das doch, du redest mit mir, mit denen, als wüsste, das wäre das Standard. Auf jeden Fall war es dann so, dass Mike Büskens gesagt hat, du trainierst morgen mit, bleib locker. Jetzt ist der Augenblick, worauf du gewartet hast, hast darauf hingearbeitet, genieß es. Ich komme dann in die Kabine, guck dann, oh, El Patron, Bordon, Rodriguez, Lincoln, Kurani, Asa, ich sag, pff, Rafinha haben sie dann damals neu geholt. Ne? Ich sag, alter Schwede, ey, boah, geil. Da, boah, bist du sonst über den Kanal gelaufen ins Parkstadion, um die Jungs spielen zu sehen? Jetzt sitzt du mit denen in der Kabine. Ne? Alles klar. Nicht nervös angespannt gewesen. So, ne? Und dann lief es aber gut. So. Die Jungs haben einen gut aufgenommen. So. Ich glaube, dann kommt mir auch noch zugute, dass ich halt auch sehr eigentlich relativ umgänglich bin, auch immer für einen lockeren Spruch parat zu haben bin. So. Und dann lief das. Ne? Das ja, kann in die falsche Richtung noch gehen, genau. Dann lief das auch ganz gut und dann Testspiele gemacht, auch getroffen in den Testspielen und dann regelmäßiger mittrainiert und dann kam Bob, der zweite Mittelfußbruch. Nee. Gegen VfB. Nur mal kurz, ja. Du und Marcelo Bordon. Mhm. Ja, da war eine Aktion im Training, die war wohl nicht ganz so förderlich für mich. Da war Länderspielpause und da haben wir gerade A gegen B11 gespielt und dann sagte Oliver Reck, sagt, Lebe, du musst vorne drauf gehen, musst mal richtig schön Zunder geben, die brauchen mal wieder Feuer. Ne? Ich sage, alles klar, Oli, kein Problem. Ne? Da haben wir Alexander Baumjohann und alle, die dann da gespielt haben, haben wir A gegen B11 gespielt und dann war eine Aktion am Seitenrand. Im Spiel, muss man eins verstehen, bin ich wie ausgewechselt, da bin ich geisteskrank, Mensch, ja. Da bin ich ein anderer Mensch. Ich will das Ding gewinnen, da ist mir auch egal, wer vor mir steht, Respekt ja, Angst nein. Ja? Und ja, dann hat es halt an der Seite geknallt mit Marcelo Bordon, den habe ich da mal eben in die Bande reingedrückt. Und denen hat das dann nicht gefallen, dass so ein Jungspund wie ich den in die Seite renne, nimmt dann den Ball, ah, für die Puta, und haut den Ball durch die Gegend. Ich so, weißt du mit dir, ja, halt die Backen, Alter, du hast Millionen auf dem Konto, ich muss so mein Fleisch holen. Ja, habe ich gesagt, ich fange mein Essen noch, ja. Und das ist dann, glaube ich, nicht so gut angekommen in dem Moment, ne. Obwohl ich es gar nicht böse gemeint habe, ne. Aber ist halt, wie du gerade gesagt hast, die Sprüche können gefährlich sein, können negativ für mich ausgelegt werden. Und in dem Moment war es dann halt leider so gewesen, ne? Dass dann wirklich auch Andi Müller dann draußen stand, der dann da Manager war und dann sich gedacht hat, bestimmt, boah. Der macht mir den kaputt. Ne, das ist wahnsinnig. Ja. Wenn Kurani zu der Zeit hat auch nicht getroffen, ne? Hat dann so eine Flaute gehabt, wobei ich den nie schlecht fand. Oder ich fand auch nie, dass der eine Flaute gehabt hat. Super für die Mannschaft gearbeitet. Aber ich denke mal, dass sie dann halt das Problem darin gesehen haben, dass ich dann auch, so wie ich halt bin, straight geradeaus meine Meinung sage, jetzt diplomatischer, ruhiger, abgeklärter, damals halt mit der Brechstange. Ja. Aber da hätte dich jemand führen müssen, ne? Ist ja das, was ich gesagt habe, ne? Da fehlt dann jemand, der dich auch menschlich führt und dich dann auf dem geraden Weg dann auch dementsprechend führt. Hättest du da Glück gehabt, wäre dein Plan komplett aufgegangen? Glück im Leben bestimmt 90%, glaube ich. Ne? Ich glaube, wir brauchen auch Glück, wenn wir gleich hier rausgehen, natürlich vom Auto überfahren werden. Ist einfach so, ne? Wir können jetzt hier vom, wenn es gleich donnert oder blitzt, vom Blitz getroffen werden. Glück spielt eine ganz große Rolle im Fußball. Das stimmt, aber der Glaube ist stärker. Hättest du, oder der Glaube bei dir war da, dass du Fußballprofi werden wolltest und du warst nah dran. Von daher glaube ich nicht, dass uns was passiert, denn ich glaube dran. 100%, ja, ist so. Cool. Wir machen weiter. Wir haben jetzt du hast jetzt einige deiner nicht so schönen Momente erlebt. Wir haben deine schönen Momente kennengelernt. Die schönen Momente ist das, was meistens bei den meisten Leuten irgendwie hängen bleibt. Die unschönen, nicht so, die bleiben meistens nur bei dir selber. Wer war denn da in den unschönen Zeiten, gerade für dich, auf der Straße aufgewachsen, wo so Familie zusammenkommen von Brüdern und Schwestern sehr wichtig ist? Wer war für dich da in dieser Zeit? Oder gibt es da ein, zwei Leute, auf denen du sagen kannst, ohne die wäre es vielleicht noch mal extrem schlimmer geworden? Generell bin ich ein Typ, der vieles mit sich selbst ausmacht. Ich lebe so nach den Prinzipien, verlasse ich nicht auf andere, sonst bist du verlassen. Ja? So, das war immer so meine Lebenseinstellung auch gewesen. Ich habe immer versucht, alles selber zu klären. Es ist immer Momentum, Situation. Ja?
ein guter Freund oder eine Familie, die mir sehr nahe ist, wo ich mich immer zurücklehnen kann, ist Familie Grammatikas hier, wo wir jetzt auch gerade sitzen, wo wir gerade hier auch beköstigt werden und alles, ja, wo ich immer Zuflucht auch hatte, ja. Dann hast du hier und da hast du auch, ja, namentlich kannst du viele Leute erwähnen, ja, wo du auch immer ein offenes Ohr hattest, wo du dich aussprechen konntest. Bujo ist einer, Bujo war einer, der das auch immer ehrlich, also du musst auch gucken, wer meint es in dem Moment ehrlich mit dir, ne? Wer meint es wirklich ehrlich mit dir. Ich kann nur an der Stelle jetzt sagen, als Fußballer bist du alleine. Ihr wisst nicht, wie viele Fußballer vieles mit sich selbst ausmachen, psychisch Probleme haben, ja, alleine sind. Das ist immer, die Leute sehen immer nur, ich spreche aus Erfahrung, ja, ich bin nicht Messi gewesen, ja, aber ich habe wirklich viel gesehen, auch viele Schattenseiten des Fußballs. Ich habe aus der Reisetasche gelebt, ja. Und ich sage euch eins, du bist alleine. Natürlich, deine Freunde sind da, klar, du hast deine Freunde, mit denen du vieles teilst und alles. Den Großteil aber von dem Negativen, was du erlebst, machst du mit dir alleine aus. Also ich würde jetzt jemandem Unrecht tun, wenn ich den nicht namentlich erwähnen würde. Alles gut, ja. Namentlich konnte ich das jetzt erwähnen, weil wir jetzt hier sitzen, passt gerade, ne? Das seht ihr ja, die sind da, deswegen dürfen wir hier auch sitzen mit dem Nachbar, der das für uns ermöglicht. Ja, aber sonst machst du es mit dir allein aus, komplett. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Von daher, was würdest du der neuen Generation, der jungen Generation da draußen mitgeben? Weil die sehen nur die schönen Seiten. Die sehen, mit denen du befreundet bist. Auf Instagram. Du bist mit Azar befreundet. Du machst Fotos. Du hast vorhin von den Langen erzählt mit der Tomaten. Mertesacker, ja. So, aber du hast ein paar namhafte Leute genannt, wo man denkt, ey, die können dir helfen, die können dir einen Push geben. Aber wenn es ernst wird, dieses Geschäft ist, man muss eins verstehen, ist fressen oder gefressen werden. Am Ende des Tages guckt jeder nur auf seinen eigenen Arsch. Was die Leute nach außen getragen bekommen, ist nicht das wahre Gesicht des Fußballs. Das, was du gerade sagst, das hat mal Heiko Herrlich auf seine erste Profi-Trainerstation gesagt. Und die Leute haben ihn so ein bisschen belächelt. Die können es, nein, guck mal, man muss jetzt mal, es ist ja genau damit angefangen, Deisler hat das auch angesprochen, hat das in seinem Buch mehrmals erwähnt, man hat ihn nicht ernst genommen. Jetzt kommen wir in einer Generation, wo man sagt, ey, man hätte vielleicht zuhören müssen sollen. Ja, aber guck mal, Robert Enke, der wäre mein redet doch immer noch keiner mehr drüber. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, ja, dann haben wir kurz Drama gemacht und ach, wir müssen aufpassen. Ja, Bullshit. Wenn ich sehe, was die Medien machen, was die Presse macht, ey, ganz ehrlich, ne, so, mit mir, ich lasse es nicht zu. Es ist einfach so. Wenn einer versucht, mir von irgendeiner hiesigen Presse einzuerzählen, pass auf, Kumpel, schreib vernünftig, sonst kriegst du von mir kein Interview mehr. Weil die machen immer mehr draus, als ist. Die stellen die Person. Wie oft wurde ich schlecht dargestellt in der Presse? Was kann nicht stimmen? Weil irgendeiner einen auf mich stehen hatte, weil er mit mir ein Problem hat, warum auch immer. Und Leute erst reden. Dann hinterfragt die Presse. Ja, Leute reden über einen. Der Junge hat mir noch nicht mal Hallo gesagt. Was will er über mich erzählen? Verstehst du, was ich meine? Ja, lass die Leute erzählen, meine Güte. Deswegen, das, was ich jetzt gerade mache, U19 Bundesliga Co-Trainer mit Markus Kaya, auch einer von denen, der immer da war. Auch jetzt in der Phase, wo ich zwei familiäre Schicksalsschläge hinter mich bringen musste, diesen Schritt zu gehen, den Jungen einfach, das gibt mir sehr, sehr viel gerade auch. Ja? Weil es ist schön, ich kann euch sagen, es war eine Aktion gewesen, da ist Markus Kaya, hatte gerade Lizenzfortbildung, ich habe die Jungs trainiert und habe den Jungs nur gesagt, Leute, ganz ehrlich, ne, ich muss hier nicht den Zampano spielen, ich verpetze euch auch nicht beim Trainer, sonst, das bin ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ihr trainiert für euch, macht es für euch, lasst uns eine gute Einheit absolvieren, weil der Co-Trainer ist ja immer näher als der Cheftrainer. Mhm. Guter Polizist, böser Polizist, das ist einfach so. Ja, und dann kommt einer von den Jungs, einer aus Duisburg, guckt mich an und sagt, Trainer, Walla, ne, ich sag dir mal eins. Ich sag, was? Walla, ich nehme dich für ernst, weißt du warum? Ich habe viel über dich gehört, du hast alles erlebt, lass uns trainieren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Du musst authentisch sein. Ja? Was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist dieser Begriff dann Laptop-Trainer. Ja, meine Güte, ey, ich arbeite auch mit dem Laptop. Natürlich, das. Ich glaube, es geht viel mehr darum, dass heutzutage alles aalglatt ist. So, das ist so, du hast nichts mehr. Das ist so. Ich kann das Ding aber nur an- und ausmachen und YouTube gucken. Ich hoffe, Kamerakarriere bei. 100% direkt Abo. Ich lasse ein Abo da. Ja, aber das sind die Dinge, das sind halt so. Ich glaube, das ist das. Aber das ist auch schon wieder tot, breit getreten. Oder das ist auch schon ausgelutscht, dieses Thema. Weil wie oft wurde es schon angesprochen, wie oft ist es untergegangen. Jetzt auf einmal wieder nach oben, dann wieder nach unten. Wir brauchen Straßenfußballer. Nein, wir müssen mal nach Zahlen spielen. Nein, wir müssen. Ja, Leute, ey. Fußball ist schön. Fußball ist einfach. Lasst es einfach. Ja? Spielt einfach Fußball. Genau. Von daher, was ist jetzt deine Motivation? Du sagst es, Jugendtrainer. Oberhausen,
der neuen Generation mitzugeben. Was motiviert dich jeden Tag aufzustehen und zu sagen, die Jungs, die nehme ich mit auf eine Reise, die sollen lernen, die sollen dich als prägende Figur, so wie der Typ ja sagt, Wallah, ich verstehe dich, ich kann mich mit dir identifizieren. Was kannst du den Jungen, also den Jungs, ist ja nicht nur ein Junge, ja, sondern generell Oberhausen, als auch vielleicht die nächsten Stationen, die du gehen wirst. Was ist jetzt für dich wichtig, den Jungs auf dem Weg mitzugeben? Es ist ja so, dass wenn du in so einer Position bist, halt so ein Typ, jetzt wie ich, jetzt sage ich einfach mal, der auch polarisiert, der halt überall wahrgenommen wird. Ja? So, es kommen auch gegnerische Spieler dann zu mir, von den Jungen, ja, und stellen mir dann Fragen, genauso wie ihr so, und kommen dann wirklich und fragen, ey, Trainer, Mann, Lewe, nicht Trainer. Ne? So, fängt schon so bei mir dann an. Ne? Bring mir nur den Respekt entgegen, sondern ich bin Lewe, sag nicht Trainer. Ne? Finde ich schön, aber ich will nur dieser Typ zum Anfassen bleiben. Dann. Aber auch nicht zu weit, ne? Ich bin nicht dein Freund. Ja? Aber dann ist schon mal so das Eis schon gebrochen. Ne? So. Und dann kommen die und fragen dann. Meine Intention ist es, ich habe ein Ziel, ich habe einen klaren Plan, ich will als Trainer ins Profigeschäft rein, weil ich weiß, ich kann verdammt nochmal das, was ich erlebt habe, das, was ich als Mensch, als Spieler erlebt habe, wird so hilfreich sein, ist so hilfreich, den Jungs so in den Arsch zu treten, zwischenmenschlich und auf dem Platz, dass sie in diese gerade Spur reinkommen. Ja, weil da sitzt einer, der hat es erlebt und das nehmen die Jungs wahr. Und das ist meine Intention, sportlich wie menschlich die Jungs zu führen, um denen einfach zu helfen, sich auf den nächsten Step, sprich Seniorenfußball, vorzubereiten, ob es letztendlich Oberliga, Regionalliga, Bundesliga sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich will nachhaltig arbeiten und ich möchte, dass die Jungs sagen, da war ein Trainer und der Mann hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Geil, ich glaube, da hat Oberhausen eine richtige Entscheidung getroffen. Aber seien wir mal ehrlich, ja? Oberhausen, da sind viele Jugendliche, die natürlich auch nah von der Straße kommen. Ja? Ist da der eine oder andere Spieler, der du sagst, boah, der erinnert dich an dich selbst? Wir hatten letztes Jahr einen, Erik Somanski. Wenn ich den gesehen habe, der Junge, der hat mich echt an mich erinnert. Ne? Der war so große Schnauze, aber auf dem Platz hat er auch geliefert. So, ne? Der hat sich nicht versteckt, der hat dann auch auf dem Platz versucht, Verantwortung zu übernehmen. Auf den war Verlass dann auch gewesen. So. Aber der hat mich schon so an mich erinnert, muss ich schon echt sagen. So, ne? Auch von seinen Sprüchen und alles so. Aber Respekt. Der hat immer den Respekt auch gezeigt. Ne? Ist es dann so einer, wo du dann sagst, den nehme ich ein bisschen enger, weil du genau weißt, was ihn begleitet? Ich mache da keine Unterschiede. Um das mal klarzustellen, da gibt es keine Unterschiede. Weil da ist wie bei meinen Kindern. Ich behandle nicht meinen Sohn jetzt besser als meine Tochter. Nein, die sind beide gleich bei mir. Genauso ist es mit den Spielern. Aber wenn ich sehe, da ist einer, der ein bisschen schwieriger zu handeln ist, fühle ich mich sofort verantwortlich. Der braucht was, den muss man genau sagen. Dann fühle ich mich sofort verantwortlich dafür. Weil ich genau das in mich dann, also weil ich in dem mich genau wieder sehe. Und wo ich dann sage, ey, bei denen setzt du jetzt nochmal besonders an. Weil die anderen sind ja, die brauchst du nicht ansetzen. Aber bei dem musst du jetzt ansetzen. Den holst du dir, den nimmst du dir, den packst du dir. Und das ist dann auch, was Kayo dann immer sagt, Markus Kaya, mein Trainer. Lebe, nimm dir den mal, rede mal mit denen. So, das ist eine ganz klare Aufgabenverteilung. Ich will wieder zurück nach Schalke, ne? Schalke Amateure, Profi nicht geschafft, ne? Ja. Da drauf. Wo du es dann nicht geschafft hast, war das für dich dann die Entscheidung, ich werde kein Profi mehr? Nein. Okay. Als ich von Schalke weggegangen bin, bin ich dann damals nach Wilhelmshaven in die Regionalliga. Das war die damalige dritte Liga. Ja. Und habe dann nochmal versucht, einen Neuanfang zu machen. Ja? Wo mir klar war, das wird jetzt absolut gar nichts mehr, war dann spätestens nach Meppen. Als ich dann wirklich, ich hatte viel Probleme mit der Hüfte gehabt, Verschleiß, Arthrose und alles, wo ich dann gesagt habe, so, ach komm, jetzt versuchst du irgendwie noch eine vernünftige Mark zu verdienen, okay, aber auch schon mal gucken, ins Berufsleben einzusteigen, genau, weil jeder Fußballer ist irgendwo verloren, du versuchst das immer irgendwie krampfhaft. Ne? Wer hat dich da mitgenommen, wer hat dir da geholfen? Ich mir selber. Du selber allein? Ich mir selber. Ich habe irgendwann mal für mich gesagt, pass auf, du musst jetzt gucken, dass du irgendwie Plan B irgendwo greifen lässt. Bin aber trotzdem nicht wirklich klargekommen. Ja, habe nie wirklich so das Richtige für mich gefunden. Weil du in Wirklichkeit nur Fußballer warst. Ich nur Fußballer war, genau richtig. Ich war nur Fußballer. Ja. Ich glaube auch, dass ich gar nicht fürs Arbeiten wirklich geboren bin. Sag ich auch ganz ehrlich. Irgendwo Malocher schon, aber nicht im wirklichen Arbeiterleben. Ja? Ich kann mit anpacken, aber ich habe zwei linke Hände. Ich kann doch nicht mal so einen Nagel in der Wand kloppen, ohne mir in den Daumen zu hauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Um das mal so zu sagen. Aber wie der liebe Gott dann so will, lernst du dann, oder kommt dann jemand wieder und der gibt dir dann einen Job in seiner Firma. Und aber auch alles so durch den Fußball. Alles durch den Fußball, ja, genau, richtig. Genau. Ja. Ich glaube, dass Oberhausen die richtige Entscheidung getroffen hat, René Lewjohann in die A-Jugend-Bundesliga zu nehmen, um genau da anzusetzen,
wo Oberhausen nicht mehr, wo Oberhausen einfach zu weit weg ist. Der kann die jungen Spieler da packen, wo er selbst erlebt hat. Der kann den jungen Spielern was erzählen, wo die jungen Spieler selber merken, da ist einer, der Ahnung hat. Der nicht einfach irgendwas erzählt aus dem Buch, sondern der das wirklich durchlebt hat. Wenn ihr mehr wissen wollt von René Levion, dann habt ihr die Möglichkeit, ihn an der Seiten, am Seitenrand des Fußballs zu erleben. Wahrscheinlich ein bisschen lauter als heute. Emotionaler. Bisschen Straße ist immer da, weil er wird sich nicht verändern. Und viel ruhiger, ne? Also wirklich viel ruhiger. Man munkelt viel ruhiger. Ich habe es noch nicht erlebt, ja. Aber ich werde es hoffentlich auch in der kommenden Saison. Diplomatischer, auf meine Art und Weise. Schon scharf direkt, aber diplomatischer. Hinter geschlossenen Türen jetzt. Genau, richtig. So, unter vorgehaltener Hand. So. Von daher kommen wir jetzt zum berühmten Stuhlspiel. Chibo. Du weißt gerne, was los ist, ne? Nein, ich bin Stuhl. Reise ja nach Jerusalem oder was? Ja, genau. Jetzt? Eine Pizza Margarita, da bist du. Er ist wieder. Mach mal dein Stuhlspiel. Er hat keine Spannung mehr. Ja, gar nicht. Also, Stuhlspiel. Chibo. Stuhlspiel. Wen könntest du dir vorstellen, der hier auf deinem Platz sitzen kann? Boah. Gib mir drei Namen. Alter Finne, ey. Ja. Du kannst auch gerne mal einen reinhauen, der es geschafft, Profi geworden zu sein. Boah, alter Finne, ey. Ich bin gerade so blutleer im Kopf gerade. Ja, aber ich habe auch gesehen, oder ich weiß das von vielen, dass du viele, viele Stars kennst. Ne? Und ich weiß auch, dass du mit vielen Stars oder ja, Fußballern Partys machst und alles hin und her. Und ich will mal fragen, ich weiß, du kennst Sidney Sam, du kennst einige Spieler. Die kennen mich. Wenn du willst, kannst du uns einen von denen geben. Wenn nicht, gib uns einfach drei Namen, wo du meinst, der hat auch eine krasse Geschichte, da ist auch viel zu holen. Muss auch keiner, der unbedingt einen großen Namen hat oder so, einfach ein ganz normaler Junge, geht auch eine Sie, haben wir auch nichts gegen. Ja, eine Sie wäre auch eine Sie wäre mal ganz interessant. Wir haben leider Gottes noch keine weibliche Person, keine weibliche Bewerberin, die mal Bock hat, hier hinzukommen und mal die weibliche Sicht des Fußballs mal zu erklären. Das geht extrem runter. Wenn ihr so weitermacht, wird es ein Männersport. Also ich muss jetzt echt sagen, so spontan, also dadurch, dass ich so viel rumgekommen bin und ich nenne jetzt einen Namen, der für sowas immer gut zu haben ist, der auch wirklich eine Menge zu erzählen hat, der damals die berühmte Flanke 2006 auf Oliver Neville geschlagen hat, der Turbo aus Dortmund, Bünde, David Odonkor. Die Rakete. David, sehr authentisch, sehr empathisch, viel erlebt, viel Verletzung auch gehabt. Mit denen habe ich damals in der Sportschule Malente beim U20-Lehrgang mein Zimmer geteilt. Ich hole ihn deswegen hin, weil ich kann mich noch genau erinnern, er damals beim Nike Cup wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt mit Borussia Dortmund und hat dann diese R9-Lackschuhe gekriegt, diese Nike-Schuhe. Könnt ihr euch erinnern? Ja, Mann. Und du hast sie weggenommen. Und er hat die vor mir versteckt, weil er wusste, ich werde die Dinger anziehen. Er hat ein paar Stunden, ein paar Nocken gehabt. Ich kann euch sagen, draußen 35 Grad im Schatten, Beton der Platz, überhaupt nicht gewässert, da konntest du nur mit Nocken oder 1000 Füßler spielen. Er hat die Nocken genommen und die Stollen versteckt, aber ich wollte die Dinger anziehen. Auf Beton. Pass auf, wir waren am Kreis spielen und du hörst klack, 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 klack. Irgendwann mal sagt einer, David, der hat deine Schuhe an. Liebe! Und dabei belassen wir es jetzt. Okay, gib mir also ist gerade wie ein Schuh. Da kann der Straßenjunge wieder hoch, weißt du? Ich guck so meine Schuhe, Adidas Kofferhund. Nein, ich will die haben. Aber die kosten halt auch 200, 300 Euro. Nein, ich nehme die. Ich brauche 2 und 3. Also ist gerade als Wiedergutmachung, dass du den jetzt hier einlädst. 100%. Er ist auch Trainer, gell? Er war Trainer, ist jetzt in diversen Formaten im TV zu sehen, macht das auch ganz gut. Geiler Typ, wirklich. Sommermärchen mitgeschrieben, Europameister Dritter geworden, bei der WM Dritter geworden, im eigenen Land. Also kann euch einiges erzählen. Der ist auch einer, der ganz oben war, irgendwie gefallen ist und keiner interessiert sich für den. Mehr oder weniger. Das finde ich sehr schade in dem Fußball, aber der Fußball vergisst nicht. Und deswegen haben wir hier dieses Format. Von daher freue ich mich auf 2 und 3. Danke, dass ich dabei sein durfte. Nein,
auf 2 und 3. Wir brauchen du hast noch 2 und 3. Leck mich doch am Arsch, ey. Meine Herren, ihr macht mich doch ganz nervös, ey. Du sollst zum ersten Mal in deinem Leben drei Tore schießen, drei Mann. Stück sollst du ver- okay, David, aber ich bringe euch den Safe, dann brauche ich noch den zweiten und dritten noch nennen. Man kann, ich telefoniere mit sehr vielen Spielern, mit sehr vielen Sportlern, es gibt immer Seite 1. Okay, Buch, dann pass auf, dann braucht ihr jemanden, der über mich anderen auch ein paar gute Stories erzählen kann. Ein Spieler, der in meinen Augen, oder das ist ja auch widerlegt faktisch, der in die Türkei gegangen ist, mit dem ich in Aalen zusammen gespielt habe auch, der aus Recklinghausen Süd kommt, bei Sfalla Herne auch gespielt hat, der seinen Weg wirklich in der Türkei gemacht hat, Super League gespielt hat, Champions League, Europa League, Gian Yılmaz. Den Namen haben wir schon mal gehört. Kann euch sehr, sehr viel erzählen. Kann euch auch noch mal ein paar Storys über mich erzählen, weil der kann euch auch ein Buch schreiben. Positiv wie negativ. Und dann tatsächlich jemanden, der mit mir die Fahrt nach Meppen bestritten hat, der mir sehr nahe liegt, der einfach mit der Tankkarte vom SV Meppen versucht hat, halb Beirut zu betanken. Mit drei oder andersrum. Und noch den Wagen seines Bruders, als der dann da... Komm, den muss ich noch auspacken. Fahren zur Tankstelle, guck, Maschallah, ja, 7er BMW. Mabruk, schön am Sitzen. Ich hab die Geschichte andersrum gehört. Nein, der lügt. Der Libanese lügt. Sind auf dem Weg dahin. Ich guck, ich sag, Maschallah, läuft bei dir, ja? Gehört Ayman der Wagen, sein Bruder. Okay, alles klar. Sonst hat er nie den Wagen gekriegt, warum, ne? Fahren an die Tankstelle, hast du die Tankkarte? Ja, ich hab die Tankkarte dabei. Tankt, hält den Rüssel rein, Benzin. Und irgendwann mal sehe ich, kommt der rein ins Auto, pack, drückt noch einen Knopf. Ich guck auf einmal, geht da noch so eine Luke auf. Gas! Ich sag, oh. So, okay, meine Güte, eine Doppelbetankung auch nicht schlecht, ne? Und dann kam das absolute Highlight, geht der Knopf vom Kofferraum auf, nochmal zwei Kanister zusätzlich. Ich hab die Geschichte andersrum gehört, aber. Der okay, Libanese okay, lügt, okay. Der soll die dann hier erzählen und dann bin ich mal gespannt. Krönung war gewesen dann, als wir in die Geschäftsstelle zitiert wurden. Issa saß da, ich saß hier, Präsident saß da. Männer, ich habe ja schon viel gesehen, aber noch nie ein Auto, was Benzin und Gas gleichzeitig tankt. Deswegen als dritten Issa. Eigentlich heißt das der Jugo Betrugo, aber der Libanese, der hat echt den Rahmen gesprengt. Okay, da haben wir die drei Namen. Von daher nochmal alle drei Namen, die du persönlich nochmal einlädst. David Odonkor, Gian Yılmaz und Issa. Das war eine Folge von Kaba Karriere bei. Eine ganz besondere Episode beginnt mit René Levy-Johan. Schön hier im Nikolaus Grill in Herne. Wanne Eickel. Danke, dass wir hier sein durften. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr wisst, nächste Woche geht es wieder weiter. 18 Uhr auf YouTube. Kaba Karriere bei. Wir freuen uns auf euch und bis bald.